Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Es ist wieder Weltherrschaftszeit und wir sind angetreten mit drei Mann. Sebastian Stange fehlt heute, er hat Urlaub, aber stattdessen haben wir unseren Neuzugang mit an Bord. Wolfgang Walk ist mit dabei. Hallo Wolfgang. Ja, hallo in die Runde. Und selbstverständlich ebenfalls präsent Jochen Gebauer, mein treuer Partner in Crime. Hallo Jochen. Hallo allerseits und im Anschluss an die Diskussion mit Wolfgang müssen wir nochmal diskutieren, warum der Sebastian dauernd Urlaub hat. Ich will auch Urlaub. Du hattest Urlaub, du hast ihn nur mit der Pflege deines Hundes verbracht, da hat ja keiner reingeredet. Das war kein Urlaub, das war Krankendienst. Das ist ein Unterschied. Ach, also bitte, ja, seinem Haustier Liebe angedeihen zu lassen, gibt es einen schöneren Urlaub? Ich kann ihn mir nicht vorstellen. Meine Herren, wir sind hier, um ein bisschen weiter auszuführen, was wir angedeutet haben im vergangenen Sonntagspodcast. Wir hatten dort schon gesagt, Wolfgang ist ab sofort quasi als fester freier Mitarbeiter mit dabei, also nicht in Vollzeit. Der gute Mann hat ja noch andere Dinge zu tun, Studenten zu lehren und andere Entwickler zu unterstützen. Aber wir wollten in dem Sonntag jetzt nicht eine halbe Stunde lang vor dem eigentlichen Thema noch drüber sprechen, was wir denn alle so gemeinsam vorhaben. Das holen wir jetzt nach. Wir haben Wolfgang, wie jedem, der neu zum Projekt hinzustößt, die Frage gestellt, worauf hast du denn Lust? Was möchtest du denn machen? Und Wolfgang kann selber erzählen, welche Antwort auf diese Frage gefunden hat. Ja, also zunächst mal habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht ganz gut, noch ein bisschen dichter an Entwickler ranzurücken und zwar dann konkret an bestimmte Entwickler mit ihren ganz individuellen Problemen in ganz individuellen Projekten. Ich werde also in meine Vernetzung hineingreifen und werde mir da einzelne Köpfe so einmal im Monat herausziehen und dann über Projekte, die vielleicht gerade laufen, Projekte, die vielleicht gerade abgeschlossen sind oder vielleicht auch schon ein paar Monate her sind, sprechen. Was waren die konkreten Probleme? Was war an der Stelle schwierig? Warum ist eventuell auch das mal schiefgelaufen, was man vielleicht schon aus den Reviews sehen kann, die vielleicht konzentriert an einer Stelle alle der gleichen Meinung sind, was soll ja vorkommen. Dass man darüber mal redet und daraus Erkenntnisse zieht. Und dann als zweites, was im Monat immer noch wieder sein wird, ich werde also wohl eine regelmäßige Kolumne gestalten, wo ich dann über Themen, die mir gerade unter den Nägel brennen, die ich gerade für wichtig erachte, rede. Das kann mal kürzer sein, mal ausführlicher. Ich glaube, jetzt beim ersten Mal wird schon ein bisschen ausführlicher. Ja, und dann wird natürlich das Walkthrough-Format weitergeführt, einfach weil es sich bewährt hat, glaube ich. Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Genau, von unserer Seite aus vielleicht ganz kurz nochmal. Also Wolfgang wird jetzt nicht irgendwie als vierter Mann immer im Sonntagspodcast mit dabei sitzen. Wir haben eh nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht, was halt Gesprächsstrukturen angeht, wenn es mehr als drei Leute sind. Wir werden Wolfgang sicherlich hier oder da, wenn es die Zeit erlaubt und das Thema passt, bitten, bei dem einen oder anderen Thema vielleicht sich dazu zu gesellen. Aber das ist jetzt nicht irgendwie als regelmäßige Institution vorgesehen. Auch aus dem Grund, weil wir natürlich vorsichtig mit der Zeit umgehen müssen, die Wolfgang dem Podcast schenken kann. Und Ziel ist es ja, in erster Linie auch wieder eine neue Perspektive hinzuzufügen, Inhalte hinzuzufügen, die wir so in der Form nicht liefern können. Und wir sind der Meinung, dass das so am besten funktioniert. Zu der Kolumne noch der Hinweis, die wird es natürlich wie bei Jochen in Textform geben und aber auch nochmal separat eingesprochen, damit man sie in Podcastform hören kann. Jochen, habe ich noch was vergessen? Nö, im ersten Schritt nicht, glaube ich. Man sollte vielleicht auch noch dazu sagen, dass man, also wir kaufen bei Wolfgang ein bestimmtes Zeitkontingent jeden Monat ein, das er dann exklusiv uns zur Verfügung stellt. Und je nachdem, wir wollten jetzt gerade in der Anfangszeit mal ein bisschen schauen und haben gesagt, jetzt diese drei Formate, weil jetzt wird der ein oder andere vielleicht sagen, aber Walkthrough gab es doch schon, aber auch das hätten wir jetzt ja bei unserem Ur-Stretch-Goal, wo wir ja gesagt haben, wir bezahlen freie Autoren, dann hätten wir selbstverständlich den Wolfgang auch für Walkthrough bezahlt, das gehört sich so. Wäre jetzt etwas unfair gewesen zu sagen, wir holen uns neue externe Autoren, die kriegen plötzlich Geld und die Leute, die das die ganze Zeit für umsonst gemacht haben, denen geben wir weiterhin nichts. Das wäre sehr unanständig gewesen. Und deswegen haben wir im ersten Schritt gesagt, lasst uns die drei Formate machen. Also Walkthrough wird weitergeführt und dann hat natürlich Wolfgang auch ein bisschen mehr Zeit für Walkthrough. Dann können wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen mehr was spielen, uns wie beim letzten Mal noch wieder einen Gast dazu holen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen mehr Arbeit, das Ganze zu koordinieren mit den ganzen Einladungen, wo nimmt man auf und so weiter. Das sind so ein paar Sachen hinter den Kulissen. Und dann zu sagen, wir machen eine Kolumne. Und wir machen Wolfgangs Entwicklergespräch als Podcast, wo er sich einmal im Monat, hat er ja schon erzählt, jemanden holt. Und dann sehen wir mal,
mal weiter. Das könnte jetzt vielleicht ja auch passieren, dass wir dann sagen, oh, da ist noch sehr viel Kontingent übrig oder noch ein bisschen und dann kann Wolfgang vielleicht mal bei einer Wertschätzung mitmachen und so weiter. Oder wir kommen ganz natürlich, wenn jetzt Wolfgang einfach ein bisschen enger mit uns zusammenarbeitet, zu noch mehr neuen Formaten, zu Formatideen, wo wir sagen, hey, lass uns doch das mal ausprobieren oder hey, ich hatte da irgendwie eine coole Idee. Das lassen wir besser mal so ein bisschen auf uns zukommen. Im ersten Schritt, damit wir jetzt nicht voll den Wolfgang in dem Zeitkontingent von morgens bis abends in irgendwelche Formate reinzwängen. Ich glaube, das wäre unserem Projekt nicht zuträglich. Ja, klasse statt Masse. Wir hatten auch zum Beispiel ja auch drüber gesprochen, ihr habt ab und zu schon Themen bei Walkthrough irgendwo entweder mal auf die lange Bank geschoben oder vielleicht noch gar nicht machen können, weil die einfach sehr zeitintensiv gewesen wären. Das heißt also, eine Erwägung ist es auch, ob wir einfach vielleicht die Möglichkeit haben, dass ihr in Walkthrough dann auch sozusagen den Freiraum habt, um einfach mal so jetzt wie beim letzten Mal zu sagen, dann spielt Wolfgang halt mal dieses oder jenes Spiel, über das ihr gerne sprechen wollt, und dann hat er auch die Zeit dafür. Ja, das ist in jedem Fall eine Sache, die da an der Stelle wichtig wird. Das ist bisher war es eigentlich so, dass ich das immer irgendwo in 3-4 Stunden hineingequetscht habe, damit es mir nicht zu teuer wird. Jetzt geht das natürlich wesentlich entspannter und da freue ich mich drauf. Das tun wir alle. Also auch Jochen hatte ja schon im Vorfeld, glaube ich, als wir noch so unter uns gesprochen haben, gesagt, dass das eventuell ganz, ganz nützlich sein könnte, weil das für euch ja bei Walkthrough sowieso ab und zu ein bisschen eng ist, ne? Ja, schon. Klar, also es war vor allen Dingen in den ersten Monaten sehr eng, weil ich da noch mitten in der Masterphase saß vom Spiel, von Falling Home. Und da war es sowieso, das musste ich mir irgendwie unterbringen. Jetzt ist es entspannter von mir, wobei ein Teil der Entspannung natürlich jetzt mit dem Deal mit euch dann auch schon wieder weggefallen ist. Aber es ist, wenn man es letzten Endes ohne Entgelt macht, macht man es natürlich mit demselben Herz, aber irgendwo steht immer im Hintergrund, Mensch, du musst ja auch irgendwie auf den Kontostand achten. Das fällt jetzt weg, das ist besser. Jetzt kann ich mich ganz guten Gewissens hinsetzen, kann sagen, so, jetzt spiele ich mal dieses Spiel 20 Stunden und dann ist das immer noch irgendwo in dem Budget mit drin. Also das ist eine schöne Sache. Das gefällt mir. Haben wir schon eine Prognose? Ich glaube, die Kolumne wird das erste sein, was von dir neu erscheint. Ja. Hast du schon einen Stichtag ungefähr? Also ohne Garantien? Du hängst wieder mal hinten dran, Wolfgang. Sie ist nämlich schon fertig, richtig? Sie ist fertig, aber sie soll erst Anfang Juni erscheinen, hat mir gesagt. Ich hatte jetzt ja hier auch ein bisschen mehr Vorlauf. Wir hatten irgendwann mal am 10. Mai, hat mir gesagt, am 20. fangen wir an. Bei mir hat sich dann ein bisschen was verschoben intern, sodass ich die Kolumne vorher machen konnte. Sie ist eigentlich durch. Vielleicht mache ich noch ein paar Zusatzaufnahmen, kleinere Änderungen, mal sehen. Kann sich noch was ergeben. Aber prinzipiell ist sie durch, ja. Wolfgang hat mich nämlich gestern auf Facebook kurz angeschrieben, mir gesagt, er hat die Kolumne bei uns auf den Server geladen. Ich war allerdings gestern familiär etwas eingespannt, schönes Wetter und wir haben gegrillt mit Nichte und Mutter und Co. Und deswegen werde ich sie heute noch hören. Und du hoffentlich auch, André. Ach so, wurde mir das denn auch mitgeteilt? Natürlich nicht. Ist ja unerhört. André, entschuldigung, das musst du erstmal erarbeiten. Es war einfach so, ich hatte mich vorher schon mal kurz mit Jochen darüber ausgetauscht, weil er hatte mir noch eine andere Kolumne zugeschickt. Habe gesagt, meine ist auch schon halbwegs durch. Hat sie ihm geschickt. Er hat dann gesagt, ja, da und da solltest du noch das und das ändern. Das habe ich, glaube ich. Aber deswegen war da schon so ein natürlicher Dialog drin und deswegen habe ich das jetzt erstmal nur an Jochen geschickt. Wohlwissend, dass das noch nicht das finale Ding sein muss und deshalb warst du da erstmal nicht im Loop. Du wärst dann jetzt relativ zügig mit dem Loop gewesen. Genau. Ja. Da werde ich hintangestellt. Dann fragen Sie mal den Herrn Gebauer, in welcher Form, ja, wie viel schlechter seine Kolumne erscheinen würde ohne mein Feedback. Ja gut, ich beim nächsten Mal nehme ich dich dann von vornherein mit rein und lasse den Jochen aus, damit es 1-1 steht. Ich war mir jetzt nicht so klar, dass da so Eifersüchteleien im Hintergrund stattfinden. Die macht doch euer Podcast alleine! Ja, da siehst du, das Ringen um die Gunst von Wolfgang hat schon begonnen. Sehr schön. Ja, das heißt super. Das heißt also, Anfang Juni geht es dann quasi so relativ gesichert los. Das ist ja sehr schön. Ja. Hervorragend. Ja, gute Neuigkeiten für Sie da draußen, meine Damen und Herren. Ja, wir sind sogar schon fast vor unserem Zeitplan. Hervorragend. Weißt du auch schon, was? Hast du auch schon 15 Entwickler-Panels gemacht, oder?
Nein, bist schon fertig für dieses Jahr, oder? Nein, das noch nicht. Also dann könnte ich euch auch kaum die Rechnung für 6 Monate stellen. Ich habe einige Entwickler an der Hand, mit denen ich Sachen vorhabe, die auch alle schon Bereitschaft signalisiert haben, weil das in aller Regel hochkarätige Leute sind. Also ich, das werde ich wahrscheinlich auch mal machen, dass ich mal irgendwann mal so den Test XY von der und der Firma hole, einfach nur mal, um auch tatsächlich, weil das auch interessant ist, so den Blickwinkel der Leute von unten. Man muss dann immer sehen, dass man die irgendwie anonymisiert, weil wenn die dann irgendwie ungeübt wie sie sind, etwas Falsches sagen, ist manchmal der Chef sauer. Für die ersten paar Mal habe ich tatsächlich dann Leute, die auf der Chefetage sitzen, von solchen Entwicklern anvisiert und das wird sehr, sehr interessant. Ah, das wird fantastisch. Übrigens noch so eine Idee, die jetzt so im Hintergrund, ich habe vorher mit André über was ganz anderes geredet und dann kamen wir auch auf die Idee, du bist jetzt ja übermorgen, an dem Tag, wo wir es aufzeichnen, also am Mittwoch, hältst du ja einen Vortrag auf den German Dev Days. Ein Vortrag mit anschließendem Panel, genau. Genau. Und ich bin übrigens auch dort, also ich habe vor, morgen sowohl morgen als auch übermorgen zu kommen und mir diese Entwicklerkonferenz anzugucken. Da gibt es sehr viele interessante Vorträge und zum Beispiel eine Sache, über die man ja theoretisch reden könnte, natürlich kurz mal in Abstimmung dann immer mit den Veranstaltern. Du bist ja häufiger mal Vorträge halten, ob man da vielleicht dein Skript danach mal zur Verfügung stellen könnte von so einem Vortrag oder aber vielleicht, sobald wir die technischen Möglichkeiten hätten, den auch einfach mal aufzunehmen. Aufnehmen wir wahrscheinlich besser, weil es ist so, dass ich in aller Regel Vorträge halt über Themen, in denen ich wirklich drin bin. Und dann besteht so ein Vortrag, die Folien bestehen fast ausschließlich aus Grafiken und ein paar Stichworten. Und den Rest halte ich von alleine. Ich habe also in der Regel tatsächlich kein Skript, sondern mache das dann aus dem Kopf. Was für mich auch immer so, ich merke dann selbst manchmal, ich weiß gar nicht, ob das bei den Vortragenden, bei den Zuhörern so ankommt, manchmal merke ich dann selbst, wie ich an einer bestimmten Stelle ein bisschen schwimme und denke mir dann, hier kennst du dich noch nicht gut genug aus und weiß dann in der Nachfolge, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten an der Stelle. Das ist für mich wichtig, weil wenn man solche Sachen dann niederschreibt und vorliest, ist das in aller Regel nicht so flüssig hinterher. Es wirkt eben ein bisschen steif im Vortrag und deshalb mache ich das lieber tatsächlich komplett ohne Text, maximal ein paar Stichworte. Manchmal nehme ich auch einfach nur die Texte, die schon in den Folien drin sind und das sind meine Stichworte und daraus mache ich den Vortrag. Deshalb wäre eine Aufzeichnung in jedem Fall besser. Ja, an der Stelle ist mir nämlich auch schon häufiger aufgefallen, gerade bei solchen Entwicklerkonferenzen oder so. Ich sitze dann auch da, ich finde das interessant, aber wenn ich dem Ganzen richtig folgen will, dann mache ich mir ungern Notizen dabei. Weil dann hänge ich gern mal schnell ein bisschen zurück, weil ich da noch die Notiz mache, dann hat er mit dem nächsten Gedanken schon angefangen. Handouts, an der Uni waren Handouts immer super. Gib mir am Ende zusammengefasst nochmal das, was du gesagt hast. Ja, oder eben, dann, oder es wird ins Internet gestellt als YouTube-Video und dann kann man sich's 5 oder 6 Mal angucken. Und das finde ich eigentlich schade bei all diesen Konferenzen, dass das nicht passiert. Man unterschreibt immer, dass sie das Recht haben, aber dann am Ende tun sie es nicht. Also zumindest hier bei der Respawn und bei der Cova, das habe ich das so noch nicht erlebt. Vielleicht kriege ich es auch nur nicht mit, dass die das ins Internet stellen, aber wenn ich das nicht mitkriege, kriegen das wahrscheinlich noch ein paar andere Leute nicht mit. Ist so. Schade, aber wir wollten ja eigentlich jetzt gar nicht über Konferenzen reden, wir wollten ja über den tollen Games-Podcast reden und was ich mag daran ist, dass es man tatsächlich dann immer wieder anhören kann und sagen kann, Moment, was hat er denn überhaupt gesagt? Und anschließend gibt es im Forum noch die Diskussion, die ja auch ein tolles Niveau haben, sehr häufig, wo man dann einzelne Sachen nochmal vertiefen kann, ich genieße das sehr. Das war jetzt ein Lob an euch, ihr braucht jetzt nicht betreten schweigen, das war ein Lob an euch. Wir machen das so wie du. Was die Leute ja nicht wissen, wir hatten schon mal angefangen, diese Vorstellung vor der Sonntagsfolge aufzuzeichnen. Und es gab andere Varianten, wo noch viel überschwänglicheres Lob auf dich einprasselte. Und dann war Wolfgang nämlich auch sehr, erstmal wusste nicht so recht damit umzugehen und sagt, glaube ich, in einer Version dieser Aufzeichnung sogar so, ja, ich hab das nicht so sehr mit dem selbst auf die Schulter klopfen. Ja, ich kann mir schon selbst auf die Schulter klopfen. Ich habe Probleme, wenn mir andere auf die Schulter klopfen, das ist ja noch viel schlimmer. Und da haben wir so eifrig geklopft, ja. Und dann war da auch einfach nur noch so statisches Rauschen erstmal zu hören. Und wir hatten uns ja auch herrlich gefreut dann in dem Podcast. Juhu, der Wolfgang ist da. Hallo Wolfgang. Und dann reagierte er im ersten Take, glaube ich, so ein bisschen. Wie habe ich es doch formuliert? Es klang so, als hätte er gerade gewonnen, einen 4-jährigen Aufenthalt in einem somalischen Männergefängnis. Ja, genau.
So kommt mir das dann immer vor. Ja. Das, nee, ist wirklich, also das eine sagt, ich habe mal gelesen, das wäre ein schlechtes Charaktermerkmal, wenn man mit Lob nicht gut umgehen kann, dann habe ich dieses schlechte Charaktermerkmal. Ja. Wer behauptet das denn? Ich habe das mal irgendwo gelesen, das stand mal irgendwo auf einer Facebook-Seite und wir alle wissen, Facebook hat recht. Ja, das stimmt. Das sind die Kalenderblattweisheiten der Neuzeit. Ja, genau. Und wir haben ja auch schon früher immer die Sinnsprüche. Ja, wenn man dann das aktuelle Kalenderblatt abgerissen hat, hat man sich ja auch schon immer gedacht, Scheiße. Mensch, das entfaltet gerade richtige Bedeutung für mein Leben und meinen Alltag. Genau. Ja, meine Herren, sonst haben wir noch großartig viel anzukündigen, was Wolfgang angeht, glaube ich nicht. Wir lassen mal den Juni so ein bisschen auf uns zukommen. Wir alle schauen, was kostet jetzt hinterher wie viel Zeit. Klappt das alles so, wie wir uns das vorgestellt haben? Zumindest das mit der Kolumne, das scheint ziemlich gut zu laufen. Wir sagen schon mal, die Wolfgang-Formate, wir kündigen da keine festen Veröffentlichungstermine an, auch aus genau dem Grund, auch weil wir ein bisschen Wolfgang Spielraum geben müssen. Der ist ja weiterhin zum Beispiel auch als Consultant betätigt und dementsprechend müssen wir auch schauen, dass halt, wenn Wolfgang jetzt zum Beispiel mal irgendwo in eine Endphase eines Projektes stark eingebunden ist, dass wir ihm die nötigen Freiräume geben. Das heißt also da, sagen wir mal, wir scheuen uns zumindest aktuell noch da so einen ganz harten Veröffentlichungsrhythmus einzuführen, wie das jetzt bei einem Teil unserer Formate der Fall ist. Ja, also wir versuchen natürlich schon regelmäßig einen Zeitplan da einzuhalten. Im Zweifelsfall muss ich halt zusehen, dass ich vorproduziere. Ob das immer im Einzelfall möglich ist, ist natürlich dann die Frage. Aber ja, natürlich wird das nicht wild verstreut über den Kalender sein. Das ist nicht das Ziel. Also was wir jetzt im ersten Schritt gesagt haben, ist ja tatsächlich die Kolumne monatlich und den Entwicklertalk monatlich und dann sehen wir weiter. Und was schön wäre im nächsten Schritt, wäre, wenn wir dann sagen könnten, okay, die Kolumne erscheint immer am ersten Mittwoch des Monats und der Entwicklertalk am dritten Mittwoch. Zum Beispiel einfach jetzt fiktive Daten einfach mal eingeworfen. Das ist also schon das mittelfristige Ziel, wenn wir das hinkriegen. Aber jetzt direkt mit diesem Korsett zu starten, wenn man das Ganze auch noch in der Zusammenarbeit alles ein bisschen neu ist und wenn Wolfgang natürlich für Wolfgang ist es ja auch eine Sache, die er jetzt in der Weise bislang noch nicht gemacht hat. Also es ist so ein bisschen eine neue Art der Arbeit sozusagen. Und da bin ich, sehe es genau wie André, dazu ein zu starres Gerüst aufzubauen, wäre den Inhalten nachher nicht zuträglich. Und um die geht es. Ja, das ist ganz wichtig. Also wenn man anfängt zu labern, nur weil man jetzt eine Sendung voll machen muss, ist ja auch doof. Dann fühlen sich auch die Leute, die dafür bezahlen, irgendwann mal veräppelt, glaube ich. Und das wäre auch nicht gut. Wir schauen jetzt erstmal, wie sich das einpendelt. Wenn wir hinterher tatsächlich einen festen Veröffentlichungsrhythmus einführen können und der Meinung sind, dass wir das sicher einhalten können, dann würden wir das sicherlich tun. Aber deswegen gibt es jetzt noch nicht so eine Ankündigung an der Stelle, so nach dem Motto. Und in Zukunft genau immer an dem Termin. Das nur als Information. Und wir würden uns da halt auch vorbehalten, halt zu sagen, es kann theoretisch vielleicht mal passieren, dass Wolfgang irgendwo wegen eines Auftrags länger eingebunden ist. Da kann es dann sozusagen zu Verzögerungen kommen. Das würden wir mal einfach so an der Stelle schon mal festhalten und hoffentlich nie davon Gebrauch machen. Ja, und gerade bei Kolumnen kann es ja auch sein, dass die einfach mal aktuell sind oder aktuell sein müssen. Und dann schiebt man die halt auch mal an einer anderen Stelle rein. Insofern bin ich jetzt erstmal sehr, sehr komfortabel an der Stelle für euch aufgestellt und genieße das und will hoffen, dass ich das zurückzahlen kann. An der Stelle übrigens auch nochmal explizit der Aufruf an Sie und an euch da draußen. Jetzt haben wir ja, und wir haben natürlich hinter den Kulissen mit Wolfgang dann schon diskutiert, hättest du Lust zu machen? André hat das ja schon skizziert. Aber letztlich hören wir natürlich, wenn wir der Meinung sind, es seien gute Vorschläge, auch gerne auf eure Vorschläge. Deswegen, jetzt habt ihr die Möglichkeit, jetzt habt ihr hier einen Spieleentwickler, einen Spieleautor, einen absoluten Kenner der deutschen Entwickler- und Publisher-Szene. Was wollt ihr denn von ihm hören? Lasst es uns wissen im Thread zu dieser Folge, dann reden wir drüber. Ja. Also wir reden drüber, ob wir das machen. Wir reden nicht sofort drüber. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, oder? Wir hatten uns vorgenommen, wir nehmen das Segment hier mit Wolfgang einfach mal ganz sportlich schnell nachmittags auf und den Rest, was bei uns noch so hinter den Kulissen passiert ist, den würden Jochen und ich unter uns erledigen. Das heißt, ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo wir sagen können, Wolfgang darf sich wieder seiner Kolumne oder was auch immer gerade bei ihm auf dem Terminplan steht, widmen. Richtig. Jochen, hast du noch was? Ich finde, Wolfgang könnte uns schon noch so mindestens 5 Minuten loben. Ja, ich... Nee, also das ist, was mich total fasziniert, und das ist jetzt also nicht irgendwie gerade einfach nur so erfunden,
Ich habe die ganze Sache mit dem Podcast eine ganze Weile beobachtet und immer mal wieder gehört. Ich muss zugeben, ich habe da nie Geld investiert, weil ich aus irgendeinem Grund immer der Meinung war, ich habe da zu viel beizutragen. Ich zahle da nicht für, ich will da irgendwann mal selbst was mit verdienen. Und das ist tatsächlich wahr. Und deshalb war ich so glücklich, als das Angebot kam, als der Jochen mich anrief und sagt, du, ich habe da eine Idee, wir machen da eine regelmäßige Sendung. Und ich dachte, das ist ja klasse. Dann kriege ich zumindest wahrscheinlich schon mal Zugriff auf den Rest des Podcasts als Bezahlung. Und insgesamt gefallen mir diese Formate sehr gut. Es sind nicht alle Podcasts gut. Ihr habt sicher einen der besten, natürlich den besten, mit weitem Abstand besten, Klammer auf, Gunnar, hör jetzt weg, Klammer zu. Mit weitem Abstand den besten in Deutschland. Und ich bin sehr stolz, da mitarbeiten zu können. Und ich bin sehr stolz, dass viele Leute, ich kriege das ja im Forum mit, der Meinung sind, dass ich was Positives dazu beitragen kann, solange ich das kann, solange mir die Themen nicht ausgehen, solange meine Erfahrung noch Neues hinzufügen kann, mache ich das sehr, sehr gerne. Und ich bin sehr, sehr glücklich damit im Augenblick. Ganz wunderbar. Und das ist ein Lob für euch jetzt. Waren das schon 5 Minuten? Nicht ganz, aber ich lasse es dir gerade mal durchgehen. Ich bin der Meinung, morgen... einfach langsamer. Ja. Oder mehrfach hintereinander. Sehr schön. Ich bin der Meinung, auf das gehen wir morgen Abend. Wenn du auf der Abendveranstaltung morgen bei den Dev Days gehst, können wir ein Bier drauf trinken. Aber nur ein kleines, weil ich muss anschließend noch nach Hause fahren und am nächsten Tag ja wieder zurück. Ah, du übernachtest nicht. Ich übernachte nicht, nee, weil das ist für 120 Kilometer, das rentiert sich nicht irgendwo. So üppig bezahlt ihr mich dann ja auch nicht, dass ich jetzt dauernd Nächte in irgendwelchen Hotels verbringen kann, ne? Ja, schon gar nicht für die German Dev Days, die sollen dich bezahlen. Ja, der Stefan Marzin, der wird begeistert sein, wenn er damit auch noch anfängt. Ja. Sollen die deutschen Entwicklerkonferenzen bleiben, wenn sie am Ende ihre Vortragenden bezahlen? Ja, eben, das geht ja gar nicht. Wir haben ja schon freien Eintritt. Das stimmt, ja. Ja. Das stimmt. So haben wir es ja vorher auch gehalten. Ja. Genau. Hast du Walkthrough gemacht? Freier Eintritt. Freier Eintritt, genau. Das war meine Bezahlung. Jetzt gibt's mehr. Nee, ich habe das schon letztes Jahr so gehalten. Es gibt in Deutschland sehr, sehr viele Entwicklerkonferenzen insgesamt, muss man sagen. Die vom Stefan ist schon was Besonderes. Die hat verschiedene Vorteile gegenüber anderen Entwicklerkonferenzen, beispielsweise, dass Studenten und andere da immer Eintritt frei haben. Sie ist eine der wenigen Konferenzen, die noch auf Deutsch ist. Das heißt, sie ist mitten in Deutschland. Das heißt, alle haben letzten Endes in der Summe wahrscheinlich die kürzesten Anfahrtswege. Berlin ist halt doch zum Beispiel von Karlsruhe, wo ich wohne, eine ganze Ecke weit weg. Also man muss sich diese Konferenz in Deutschland schon aussuchen. Es gibt sehr gute Gründe, zu den German Dev Days zu gehen. Hoffentlich hört der Stefan jetzt hin. Aber dann fahre ich nach Hause, weil ich ganz im Ernst, ich bin ganz glücklich, wenn ich im eigenen Bett übernachte. Ja, ich kann ja abends Gott sei Dank auch einfach nach Hause fahren. Deswegen, ich kann sogar noch die Abendveranstaltung mitnehmen. Genau, ja. Ich könnte mir auch die Lichter komplett ausschießen. Mal gucken, wer da ist. Alles klar, dann schießen wir uns ein winziges Lichtlein aus. Sehr schön, dann haben wir auch den Bogen wieder zum Bier geschlagen. Ja. Ach, es ist wunderbar. Wunderbar. Ja dann, meine Damen und Herren, das war der Weltherrschaftssein mit Wolfgang Walk. Vielen Dank, Wolfgang. Ja, ich bedanke mich. Und wir sind gespannt, wir harren der Dinge, die da kommen mögen. Meine Herren, ab jetzt geht es weiter mit Herrn Gebauer und mir. Tschüss. So, und jetzt sind wir unter uns, Jochen Gebauer, und wir sprechen noch ein bisschen darüber, was so sonst im The Pod-Universum sich alles zugetragen hat, was es vielleicht eventuell sonst noch an Announcements gibt, was ist denn hinter den Kulissen passiert. Ich bin erstmal natürlich sehr glücklich, dass endlich das erste Unboxing vom Tisch ist. Puh. Haben wir sonst noch, gibt es irgendwelche bemerkenswerten Ereignisse in deinem Podcasterleben? Ich überlege gerade. Also natürlich, in meinem Podcasterleben ist ja jeden Tag ein begeisternder Moment. Das muss man ja an der Stelle einfach mal dazu sagen. Ist aber tatsächlich so. Es ist wirklich kein verdammter Tag wie der andere. Ist herrlich. Ja, das stimmt. Es wird einem nicht langweilig. Und natürlich sind wir sowieso im Moment natürlich ein bisschen in Feierstimmung, weil die Sache mit Wolfgang geklappt hat. Jetzt, wo er nicht mehr da ist, können wir ihm ja wieder auf die Schulter klopfen, ja, ohne dass betretene Stille entsteht. Was wir ihm auch nicht erzählt haben, ja, ist ja, dass es nicht das erste Mal ist. Wir haben im Skype sowieso schon die ganze Zeit immer früher. Ich habe auch im Skype schon geschrieben, so, ja, den Wolfgang hast du ja eh nur kennengelernt, weil ich ihn damals in die Sendung geholt habe mit seinem Blog, und dann machst du das Format mit ihm. Das heißt also, all das hat er alles nicht mitbekommen.
Du hast ja sowieso noch nie ein Förmchen gesehen, von dem du nicht behauptet hättest, es sei deins. Natürlich nicht. Ja? Hallo? Du kanntest den ja nicht mal. Also, und jetzt, dann erzählt er mir was von dem. Der Jochen hat ihn angerufen. Der Jochen, der wusste nicht mal, wer du bist. Und jetzt? Jetzt gehst du mit ihm podcasten? Nee, ich kannte ihn tatsächlich vom Namen und ich glaube, wir sind uns früher auch schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen. Aber du hattest ihn ja damals für die Gewaltspiel-Sonntagsfolge eingeladen. Und kurz danach war ich ja auf der Gamescom. Da bist du dann später dazugekommen. Wir hatten ja erst das Hotelzimmer, weil dann war der Scheiß mit deinem Dad damals und du kamst einen Tag später. Und ich war ja abends auf dem Awesome People Dinner, das der Achim Heidelauf immer einmal im Jahr zur Gamescom veranstaltet. Und da war auch der Wolfgang. Gut benannt, ja. Treffend benannt. Und da war auch der Wolfgang und wir saßen uns relativ zufällig, das war gar nicht irgendwie geplant oder so, gegenüber, waren beide der Meinung, dass sie dieses Kölsch behalten können und hier mal Pilz beischaffen sollen und kam so ins Gespräch. Und dann meint der Wolfgang, ach, du bist der Jochen, wir haben doch erst jetzt geplaudert und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch. Und am Ende des feuchtfröhlichen Abends oder 2-3 Tage später kam ich dann tatsächlich auf die Idee abends, ich rufe jetzt einfach mal den Wolfgang an und frage, ob der Bock hat, ein Podcast-Format mit mir zu machen. Ha, über ein Bier. Ach Gott, es ist ja geradezu Schicksal. Man könnte es sich nicht besser ausdenken, wenn man sich's ausdenken würde. Aber so war es tatsächlich. Und ich glaube, es waren 7 oder 8 Biere über dieses Awesome People Dinner verteilt. Aber das gehört ja da dazu. Es war übrigens eher eine sehr nette Veranstaltung. Ich freue mich schon sehr wieder auf das diesjährige Awesome People Dinner. Beim letzten Mal war einer der Chefs von Nordic Games da und ich habe mich eine halbe Stunde mit dem unterhalten und wusste nicht, wer es ist. Ist das jetzt gut oder schlecht gewesen? Wer weiß. Haben wir sonst noch irgendwo? Genau. Ah ja, richtig. Ja, wir sollten zum Thema schreiten. Vielleicht mal zu erzählen, was haben wir denn so angestellt in der letzten Zeit? Also abgesehen davon, dass wir Wolfgang hier mit ins Boot geholt haben. Wir haben vor allem so ein bisschen diskutiert hinter den Kulissen auch. Also erstens natürlich, was ist denn unser nächstes Stretch-Goal? Machen wir jetzt einfach nochmal unser letztes Stretch-Goal weiter und setzen es einfach nochmal höher an. Wir finden die Idee mit den Gastautoren nach wie vor gut. Ist es nicht irgendwie jetzt direkt vom Tisch? Die Lösung, mir uns quasi einen festen Gastautor und dann eben auch noch ausgerechnet Wolfgang zu holen, das erschien uns natürlich die probate und auch in diesem Falle eigentlich sogar unterm Strich die bessere Lösung. Ich denke, dass wir das nochmal wieder aufgreifen werden. Als nächstes Stretch Goal haben wir jetzt erstmal ein relativ nahes auf die 17 beschlossen und das heißt wieder finanzielle Stabilität. Wir haben sozusagen jetzt erstens mit Wolfgang, sag ich mal, das ist nochmal ein bisschen anders finanziell, als das geplant war für diese Gastbeiträge. Wir haben zum anderen vor, dass wir einen unserer bislang kostenlosen Helfer auf Entwicklerseite, dass wir den so als wie sagt man dazu? 450-Euro-Job sagt man dazu, glaube ich, dass wir den anstellen. Wir brauchen nicht wahnsinnig viel Entwicklungsleistung, aber wir haben natürlich festgestellt, jedes Mal, wenn bei dem in der Firma eine große Auftrag landet, dann ist das Zeitkontingent erstmal dafür verbucht. Das hat ja Wolfgang eben auch schon relativ treffend beschrieben. Man macht sowas natürlich auch aus Freundschaft immer gerne, aber im Zweifelsfalle muss halt der Job Vorrang haben. Und da bezahlen wir jetzt den Flo, das ist einer von unseren Entwicklern, ein ehemaliger Mitarbeiter von Krawall, auch ein Freund von mir, und den bezahlen wir jetzt dann dafür, dass er in seiner Freizeit ab und zu für uns entwickelt und dann geht es hoffentlich auch endlich vorwärts mit den noch nach wie vor ungelösten Problemen, die wir auf der Webseite haben. Also sei es die Anmeldeprozedur, die ja immer noch unerwünscht umständlich ist, als auch diverse andere Sachen. So ein paar kleine Fortschritte haben wir ja schon gemacht. Die HTTPS-Umstellung ist jetzt inzwischen überall durch, auch im Forum. Ich glaube, wir haben noch eine ganze Reihe von Bugs inzwischen ausgemerzt, auch so RSS-Feed-Darstellungen und so, aber da sind ja immer noch auch Sachen offen, auch dass der 1 Dollar RSS-Feed und der Zugriff auf die Webseite, das sind alles Sachen, die müssen noch fertig gemacht werden, das wird dann demnächst kommen. Da gucken wir uns jetzt natürlich um wieder, wie ist denn das überhaupt mit Verträgen, wie müssen wir das machen mit der Anstellung, also wir haben sowohl noch keinen Rahmenvertrag für freie Autoren, wie wir ihn jetzt für Wolfgang brauchen, da muss ja die Verwertung dessen, was er uns liefert, muss geregelt werden, dass klar ist, dass quasi all sein Schaffen in alle Ewigkeit uns gehört für alles. Ja. Und sein erstgeborener Sohn, das ist ganz wichtig. Ja, 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 auch der. Ja. Und umgekehrt, wir haben natürlich auch noch keine Ahnung, wie das ist mit so diesen 450-Euro-Jobs. Das ist ja auch nochmal eine andere steuerliche Konstellation. Da müssen wir mit unserer Steuerberaterin sprechen. Das heißt, das sind Sachen, die uns hinter den Kulissen so ein bisschen umgetrieben haben und auch noch jetzt erstmal ein bisschen umtreiben werden.
Dann haben wir selbstverständlich immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, was können wir denn sonst noch tun? Es gab zum Beispiel auch im Forum schon eine Diskussion, warum stellt ihr denn nicht vielleicht auch als Stretch Goal einen Cutter an? Also einen, der euch es abnimmt, diese ganzen Podcasts hinterher zu synchronisieren, Tonspuren zusammenzufügen, zu schneiden und so weiter und so fort. Das ist an sich eine tolle Idee, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Magst du mal erzählen, Jochen, wie dieser Diskussionsverlauf ist, dass den Leuten vielleicht verständlicher wird, warum das nicht etwas ist, wo wir sofort sagen, das machen wir. Also das ist tatsächlich eine etwas kompliziertere Sache, als ja auf den ersten Blick zunächst erscheint. Denn eigentlich sitzt man ja schon da und würde sagen, oh, wenn wir jetzt jemanden hätten, ob auf freiberuflicher oder festangestellter Basis, der sich um das ganze Hochladen der Folgen kümmert, der die Folgen schneidet, der die Folgen nachbearbeitet und so weiter und so fort. Das wäre tatsächlich eine kolossale Arbeitsentlastung, wenn wir nach dem Aufnehmen einer Folge tatsächlich direkt thematisch an die nächste Folge rangehen könnten und uns mit der Technik keine Gedanken machen müssten, zumal wir jetzt ja alle nicht unbedingt die Technikexperten vor dem Herrn sind, was das betrifft. Das muss man sich also nebenbei auch noch immer ein bisschen aneignen. Du hast in letzter Zeit mal mit einem neuen Aufnahmetool rumgespielt. Das kommt ja alles dazu. Wenn wir da jemanden hätten, der da wirklich ausgewiesener Experte ist, klingt es zunächst wie eine tolle Arbeitserleichterung und wie eine tolle Sache, die dieses Projekt weiterbringt, weil wir einfach mehr Inhalte und bessere Inhalte machen können, je weniger Zeit wir auf die Technik verwenden. Aber, und das ist das große Aber, es ist verdammt schwer, das mit unserer Struktur in irgendeiner Form abzubilden. Denn nun könnte man sagen, nehmt euch doch einen freiberuflichen Cutter zum Beispiel. Jetzt haben wir allerdings das Problem, dass wir quasi keine vernünftige Wochenplanung machen können. Das liegt zum Teil daran, dass Spiele noch gespielt werden müssen und dass man einfach ein bisschen abwarten muss, wie lange dauert das denn, bis man zum Beispiel an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt kann ich seriöserweise eine Wertschätzung machen oder oh, ich habe das noch geschafft, lass uns da noch eine Viertelstunde dazu machen. Es liegt zum Teil aber auch an Gästen, dass man eben dienstags noch nicht weiß, hat er jetzt Donnerstagszeit, hat er Freitagszeit, hat er Morgenszeit, hat er Abendszeit. Wir brauchen den aber für die Sonntagsfolge. Und wenn du jetzt einen freiberuflichen Cutter hast, dem du am Montag nicht sagen kannst, pass auf, es kommt am Dienstag, Donnerstag und Freitag der und der Inhalt, dann kann der Freiberufler nicht arbeiten. Ich kann von einem Freiberufler schlechterdings nicht verlangen, dass der quasi Freitagsgewehr bei Fuß sitzt und entweder kriegt er um 17 Uhr noch was oder er kriegt nichts mehr. Und das kann ich ihm aber erst vielleicht um 15 Uhr sagen, weil dann feststeht, ob der Gast tatsächlich Zeit hat. Dann werden wir keinen guten Freiberufler finden, weil ein guter Freiberufler wird der an der Stelle sagen, pass mal auf, so kann ich nicht arbeiten, so kann ich mit meinen anderen Auftraggebern nicht arbeiten, das funktioniert so nicht. Und ein ähnliches Problem stellt sich ja tatsächlich bei einer Festanstellung. Was macht der Cutter denn die 3 Tage, wenn wir vielleicht noch gar nichts aufgenommen haben, aber dafür hat er dann vielleicht 3 Tage, in denen er dann plötzlich abends um 10 noch schnell irgendwas cutten muss, weil das ganze Ding am nächsten Morgen online gehen soll. Das ist auch mit einer Festanstellung und mit dem gesetzlichen Rahmen, in dem man sich natürlich in so einer Festanstellung bewegt, auch nicht ganz einfach. Soweit mal jetzt an der Stelle die Zusammenfassung. Es ist immer noch was, bei dem ich echt sage, wenn wir eine Lösung finden, wie wir das abbilden können, wie wir das vernünftig abbilden können, wäre ich der Erste, der sagt, lass uns da Geld investieren und lass uns da auch die Bäcker fragen, ob sie dafür bereit wäre, noch ein paar Euro mehr springen zu lassen oder den einen oder anderen Bäcker, der dann vielleicht dazukommt. Einfach, weil wir so viel mehr machen könnten, wenn wir das so ein bisschen aus dem Kreuz hätten. Aber mir fällt oder uns fällt tatsächlich keine vernünftige Weise ein, das in irgendeiner Form so abzubilden, dass wir A, jemanden Gutes kriegen oder B, nicht das Gefühl haben, dass wir da jemanden total ausnutzen. Ja, wir bräuchten im Grunde genommen so den Cutter-Notdienst. Also es ist eigentlich jemand, der die ganze Zeit Bereitschaftsdienst hat. Ja, der macht sein Ding, aber dann kommt irgendwann der Anruf und im Zweifelsfalle heißt es, wir brauchen das bis morgen. Oder vielleicht sogar, keine Ahnung. Also es gibt Fälle, die letzte Folge von 10 Jahre Klüger zum Beispiel hat sich ja verzögert, aber die 2 Folgen davor, glaube ich, oder zumindest die eine Folge davor ganz sicher, die habe ich mit Christian nachts von 21.30 Uhr bis kurz nach Mitternacht aufgenommen. Dann habe ich die geschnitten und 3 Uhr nachts hochgeladen. Deswegen kam die pünktlich. Jetzt verlang das mal von deinem Cutter. Das geht halt nicht. Und umgekehrt ist natürlich dann halt, also das theoretisch lösbares Problem, aber nur durch quasi Geld. Ja? Und das heißt, da muss man natürlich immer wieder abwägen. Wir müssten theoretisch jemanden für einen Vollzeitjob anstellen,
der dann aber eigentlich gar nicht genug Arbeit hätte für Vollzeit. Ja, es sind eigentlich wahrscheinlich effektiv für jemanden, der in dem Job gut ist, wahrscheinlich nur höchstens 1-2 Tage Arbeit, wenn das alles gesammelt vorliegen würde und er könnte es einfach nur so wegschneiden. Aber so ist es halt eben nicht, sondern er müsste quasi Vollzeit bereitstehen, um dann eben diese Arbeit zu machen. Und das ist das Problem, das wir nicht lösen können aktuell. Wir haben nicht so viel Geld, dass wir sagen, ist egal, dann sitzt er halt 4 Tage rum und macht nichts effektiv, so in Arbeitszeitrechnung. Wir geben ihm das Geld einfach trotzdem. Sondern dann müssten wir natürlich sagen, können wir das nicht doch trotzdem irgendwie effizienter ausgeben. Aber umgekehrt ist es halt so, dass es für eine Bezahlung auf nur effektiv auf Aufwandsbasis sozusagen ist, das Ganze einfach zu unberechenbar. Das ist unser Dilemma. Das ist richtig. Und ich meine, an der Stelle, also ich glaube, es sind mehr als 1-2 Tage Aufwand, die da drin stecken, weil meine Pi mal Daumenrechnung ist immer, wenn du eine Folge schneidest, der Cutter muss sie ja hören. Der muss ja wissen, wo an welchen Stellen er rausschneiden muss. Und idealerweise sollte er dann auch nicht darauf angewiesen sein, dass wir jeden Timecode und jedes Fitzelchen, wo wir mal übereinander reden, was man eigentlich rauscutten müsste, dass wir ihm das vielleicht nicht liefern. Natürlich könnte man am Anfang sagen, klar, wir liefern dir die Timecodes mit, aber früher oder später geht das mal vergessen oder der Timecode war ein bisschen falsch oder der stimmt nicht mehr, wenn er was am Anfang geschnitten hat. Theoretisch müsste der jede Folge nochmal hören. Und dann sind wir alleine monatlich bei 20 Stunden Arbeit, wenn ich jetzt einfach mal Pi mal Daumen überschlage, wie lange unsere Formate sind, bei denen der Cutter noch keinen einzigen produktiven Handstreich gemacht hat. Weil meine Faustformel ist Folgenlänge mal 2. Das ist ungefähr so lange, wie es dauert, bis diese Folge online ist. Also Aufnahmelänge plus mal 2, nicht plus 2. Ja gut, vielleicht auch zu optimistisch. Ich habe ehrlich gesagt, ja, man muss die natürlich komplett durchhören, wenn wir jetzt darüber reden, dass er da auch jedes Schmatz, Klick oder Hust oder so rausschneidet. Ich glaube sonst so, wenn es halt um diese typische Bereinigung ginge, wenn Leute übereinander reden oder sowas, dazu muss es ein erfahrener Mann nicht hören, der sieht das an den Waveforms und so, das geht zack, zack, zack. Aber das stimmt schon. Also gerade für so Detailarbeit, das ist dann nochmal deutlich aufwendiger. Also wenn jemand da draußen von euch irgendwie, keine Ahnung, eine tolle Idee hat, weil er das aus dem Bekannten- oder Berufsumfeld auch kennt, dass die so ein ähnliches Problem mal hatten und da gibt es eine total fantastische Lösung, lasst sie uns gerne wissen. Ja, genau, wir sind offen. Wir sind offen für Vorschläge. Ja, wenn da draußen irgendwo ein Cutter sitzt, der sagt so, genauso funktioniert mein Arbeitsalltag. Ja, ich habe eigentlich immer Zeit für alles. Ich kann alles immer sofort zur Seite schieben und euer Zeug machen. Ja. Toll, ja, melden Sie sich, ja, vielleicht kommen wir zusammen. Genau, ansonsten haben wir sonst noch interessante Dinge zu erzählen? Ich wüsste noch eine. Bitte, wir haben bitte. Uns nämlich vorgenommen, eine kleine, aber hoffentlich feine Erleichterung für die Bäcker zu integrieren. Bislang ist es ja so, dass die Bäcker ihren eigenen Feed haben, also die 1-Dollar-Bäcker haben einen Universal-Feed und die 5-Dollar-Bäcker haben ihren individuellen Feed auf unserer Webseite und dort laufen die ganzen Premium-Inhalte rein und wir haben uns überlegt, wir tun den Bäckern was Gutes und integrieren die Sonntagsfolgen in ihren Feed. Genau, also im ersten Schritt, André hat das ja vorher schon mal erklärt, können wir derzeit die 1-Dollar-Bäcker nicht abbilden, bis wir die Webseite nicht weiterentwickelt haben. Das ist also dann für die 1-Dollar-Bäcker erst im nächsten Schritt möglich, weil im Moment alle RSS-Episoden, die wir anlegen, automatisch 5-Dollar-Episoden sind, weil das Feature noch nicht fertig entwickelt ist. Also im ersten Schritt... Korrektur, ja. Stopp, das stimmt nicht. Das können wir tatsächlich auch den 1-Dollar-Bäckern anbieten, die haben ja einen Feed und wir können auch eine Folge so markieren, dass sie halt eben in beiden Feeds auftaucht oder... Nur, das heißt, das hier, das ist auch das Problem ist für die 1-Dollar-Bäcker, unser Patreon-Plugin. Das guckt nach von unserer Seite aus, was ist das für ein Bäcker, wie viel gibt er uns im Monat und dann schaltet er dich für die Webseite und diese individuellen Feeds frei. Und das haben die 1-Dollar-Bäcker nicht, aber wir können jetzt schon in den nicht individuellen Feed der 1-Dollar-Bäcker auch eben die Sonntagsfolgen mit einspeisen. Also das wird dann für alle Bäcker möglich. Das sehen Sie, meine Damen und Herren, wieder Dinge, die ich auch neu gelernt habe in meiner eigenen Firma. Man lernt nie aus. Dann werden wir das tun. Und das ist der Plan. Ab der nächsten Sonntagsfolge werden die auch in den Premium-Feed laufen. Das heißt, wen das die ganze Zeit gestört hat, dass er immer zwei Feeds braucht, einen für die Sonntagsepisoden, einen für die Premium-Inhalte, der wird in Zukunft seine Premium-Inhalte nur über den Premium-Feed konsumieren können. Braucht den zweiten Feed also nicht. Wem das gestört hat, der kann ihn löschen. Ich würde an dieser Stelle aber darum bitten, mit der Löschung des zweiten Feeds nochmal 4 Wochen oder so zu warten, bis sich dieser Arbeitsprozess bei uns eingespielt hat. Es kann sehr gut sein, das will ich nicht ausschließen, dass einfach
weil sich solche Prozesse so ein bisschen automatisieren. Oh, Bäckerinhalt, den laden wir so hoch, Sonntagsfolge laden wir so hoch, dass in den ersten 4, 5, 6 Wochen es mal vergessen wird. Einfach weil man das die ganze Zeit jetzt 2 Jahre lang ganz anders gemacht hat. Das kann mal kurz passieren. Wir werden es dann natürlich sofort fixen, sobald wir darauf hingewiesen werden, aber das nur schon mal zur Vorwarnung. Das ist immer so, wenn man automatisierte Prozesse umstellt, kommt es garantiert an irgendeiner Stelle zu einem Fehler. Ja, also in diesem Falle menschlich automatisiert. Ja, Routine, meine Damen und Herren, ist schwer zu durchbrechen. Geben Sie uns also einen Fuck-up-Puffer in diesem Falle sozusagen. Darum geht's, ja. Genau, also zur Darstellung nur nochmal der Vollständigkeit halber, falls das jemand jetzt irritiert hat. Also was noch nicht funktioniert, ist halt, dass die $1 Zugriff auf ihre Inhalte auf der Webseite haben, weil unsere Rechteverwaltung auf der Webseite, die muss auf Patreon eben nachschauen können, wer ist denn jetzt freigeschaltet für was. Und die kann das aktuell eben, die guckt nur, gibt der mehr $5 oder mehr. Und wenn ja, ist er freigeschaltet und wenn nicht, dann nicht. Und das heißt, sie kann noch nicht differenzieren und sagen, ah, aber er gibt uns unter $5, aber mehr als $1, dann ist er freigeschaltet für das, aber für das andere nicht. Das ist die Funktion, die muss noch programmiert werden. Da sind wir dran, aber das existiert bislang noch nicht. Und dementsprechend gibt es auch noch nicht diesen individuellen Feed mit einem individuellen Login. Der ist aber jetzt für den Bäcker ja eigentlich nicht so irrsinnig wichtig. Das ist eher so eine Maßnahme, wo wir gesagt haben, so dann schmeißen wir hier nicht jedes Mal ein Login raus und den benutzen die Leute dann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag einfach weiter, selbst lange nachdem sie schon gar kein Bäcker mehr sind. Das ist nach wie vor für den $1 möglich. Das wird dann auch irgendwann kommen. Aber das ist jetzt kein Komfort-Feature für Bäcker oder sowas. Ich glaube, da wird keiner jetzt sagen, da habe ich ja drauf gewartet. Endlich mein eigener Feed. An der Stelle übrigens auch noch kurz der Hinweis, wir werden das im ersten Schritt mit allen neuen Episoden machen. Also bitte nicht davon ausgehen, dass wir jetzt alle alten Episoden anlegen, nochmal neu und die alten auch nochmal alle in den Feed reinlaufen. Ich will nicht ausschließen, dass wir das in den kommenden Monaten mal nacharbeiten, aber das ist gerade etwas, wozu uns schlicht und ergreifend die Zeit fehlt, weil da sitzt einer 3 oder 4 Tage dran. Ja, genau. Noch was von hinter den Kulissen. Ich bin dabei, an der 2. Staffel von Anekdoten zu arbeiten. Ich hatte das ja für Ende Mai avisiert. Ich hoffe nach wie vor, dass das vielleicht klappt, aber es wird wahrscheinlich eng. Wir sehen, heute ist der Ende Mai ist schon so gut wie eingetreten. Und ich hatte jetzt eigentlich ein ganz gutes Line-up am Start und alleine letzte Woche haben mich wirklich ungelogen alle Termine, die ich hatte, und es waren 3, haben mich letzte Woche erstmal sitzen lassen und aus den unterschiedlichsten Gründen, einmal Wasserschaden, einmal großer Auftrag für einen freien Autor und einmal familiäre Schwierigkeiten. Das heißt, das ist natürlich ein sehr gästeabhängiges Format. Das wird sich wahrscheinlich doch in den Juni noch verzögern. Toi, 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 ich sag mal. Ich bin so ein bisschen ganz gut, guter Dinge, dass ich vielleicht doch noch diese Woche einiges hinkriege. Aber naja, wir werden sehen. Ich sag das nur schon mal an der Stelle. Da ist die Gästekoordination für das Format ist teilweise schwierig, weil das halt auch so ein kleiner, netter Halbstundentermin ist, wo ich eigentlich immer denke, der ist leicht einzurichten. Das führt aber umgekehrt dazu, dass die Leute das auch häufig sehr knapp bei sich einplanen und dann eher zu Verschiebungen führt. Das ist ganz ulkig, dass sowas teilweise, so ein 2-Stunden-Block, der wirkt für mich zumindest so ein bisschen ab und zu stabiler, als wenn du Leute für so kleinen Fluffelkram einplanst. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil für die Leute im Hinterkopf ist es natürlich auch so eine Sache okay, da habe ich da jetzt 10 Minuten, Viertelstunde oder so kurz mit André das Gespräch. Das ist auch, glaube ich, im Hinterkopf was anderes als da ist den 2-Stunden-Podcast. Ja, eben, genau. Also wie gesagt, ich glaube, das ist halt so ein Ding so, ja, das kriege ich schon noch dazwischen, ne? Wie man das halt auch manchmal so macht und dann stellt man fest so, das klappt doch leider nicht. Jetzt nicht in dem Falle von den ganzen Ausfällen in der letzten Woche, das war halt alles dann auch nochmal irgendwelche höhere Gewalt. Aber es ist tatsächlich so ein Ding, was manchmal ein bisschen komplizierter ist, als es eigentlich den Anschein hat. Ansonsten haben wir hier so, glaube ich, in den letzten Wochen vor allem mit Internetproblemen gekämpft. Es war entsetzlichst. Also auch das ist natürlich so ein Ding. Viele unserer Probleme, die kann halt auch dann ein Cutter nicht beheben. Oder zumindest, oder er würde sich vielleicht im Anschluss damit konfrontiert sehen. Aber wir hatten
durch die Bank, also wir haben eigentlich durchgewechselt. Erst Jochen, dann ich, dann jetzt hatte Sebastian Internetausfälle, wo es für uns unglaublich schwierig war aufzuzeichnen und wo wir schon im Skype so ein bisschen grundsätzlich darüber diskutiert haben, ob all diese Artikel darüber, dass der Ausbau des Internets in Deutschland weltweit angeblich hinter den großen Industrienationen so hinterherhinkt, ob das vielleicht, ob da doch was dran ist und ob tatsächlich so eine Internetapokalypse bevorsteht, dass jetzt so die ganzen alten Leitungen langsam durchgerostet sind. Es war furchtbar. Das war allerdings, das kann natürlich auch echt so eine lokale Geschichte sein. Also ich habe jetzt bei mir im Ort mit einigen Leuten in der Zwischenzeit gesprochen und die hatten in der Woche genau solche Probleme. Also das war keine mein Anschluss oder mein Router oder mein PC-Geschichte. Das war hier wirklich der komplette Ort. Und dann, als Sebastian neulich die Probleme hat, konnte man auch bei den Störungsseiten sehr schön mitkriegen, okay, die Telekom hat gerade eine Störung in Nürnberg und das trat jetzt halt echt total gehäuft auf, wobei ich auch den Eindruck hatte auf den ganzen Störungsseiten, die es da gibt, so viele Störungsmeldungen wie in den letzten Wochen sehe ich da sonst nicht. Ja, das war ja auch bei mir so. Ich habe auch bei mir, die Telekom hatte für den Tag sogar noch irgendeine Umstellung angekündigt, aber das war angekündigt mit, da kann dann für 30 Minuten mal ihr Telefon ausfallen, weil das anscheinend irgendeine Voice-over-IP-Geschichte da mit dem Telefon gewesen sein sollte. Und ich dachte so, naja gut, das ficht mich nicht an. Wir hatten an dem Tag eine Aufnahme, aber die war um 22 Uhr angesetzt oder so und das war alles völlig problemlos. Theoretisch. Und da hast du dann hinterher auch gesehen, also da gab es sogar in dem Falle aus ganz Deutschland Beschwerden darüber, da hatten sie, glaube ich, sehr starke auch so DNS-Server-Ausfälle. Das heißt, dann hast du halt ständig irgendwo Internetadressen, die nicht funktionieren und so weiter. Hätte theoretisch für so Direktkommunikation kein großes Problem sein sollen, aber stellte sich raus, da gab es auch durchaus jede Menge Störung. Ja, und am nächsten Tag war dann der Spuk erstmal wieder vorbei. Aber es war schon wirklich anstrengend. Wir haben sowieso, und ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, wir hatten in der Zeit, in der wir angefangen haben, also so, keine Ahnung, ich würde mal sagen, bis in den Oktober rein, lief es unglaublich fluffig, es war überhaupt kein Problem. Und wir haben seitdem irgendwo, wurde es dann zunehmend immer schrecklicher. Wir hatten eine ganze Zeit lang auch Probleme mit Aufnahmetools und so weiter und so fort. Wir haben jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass es da vielleicht Hoffnung gibt zu glauben, dass das überwunden ist. Aber es gab so Zeiten, wo wir wirklich da saßen und dachten so, ey, einmal eine Aufnahme, ohne dass wir hinterher sagen, shit, das wird Arbeit. Schön wäre es gewesen. Ja, ich habe jetzt den Eindruck, also wenn sich die Internetprobleme dann auch wieder verflüchtigen, dass es auch mit unseren Aufnahmetools wieder besser läuft. Deswegen knock on wood, toi, toi, toi. Es wäre mal wieder schön. Es wäre mal wieder schön, wenn wir einfach eine, oder wenn wir nicht nur eine Aufnahme, sondern wenn wir einfach mal 10 unproblematisch über die Bühne kriegen würden. Ach, wäre das schön. Ach. Ja, für die Leute, die sich wundern, wir reden über Online-Aufnahmetools, das erwähnte Zencaster zum Beispiel. Da hatten wir echt wahnsinnig viele Probleme, wo wir das Gefühl hatten, es liegt vielleicht daran, dass da eine Kommunikation mit dem Chrome-Plugin und vielleicht auch zwischen unserem Audio-Interface und diesem Chrome-Plugin, also mit dem Audio-Format, das unser Audio-Interface an den PC liefert, das dann wieder da weitergereicht wird, dass es da zu Problemen führt und so. Keine Ahnung, wir haben da ganz viel rumgestellt. Wir haben unglaublich viel probiert, also wirklich alles mit, gab ganz lange Zeit auch Probleme, vor allem verstärkt auf meiner Seite. Und ich habe meinen Laptop per Festnetz angeschlossen. Ich habe den Router durch eine neue Version ersetzt. Wir haben versucht, über einen VPN das Ganze zu laufen zu lassen, weil wir dachten, vielleicht liegt's am Routing hin zu diesem Aufnahmedienst, dass das über irgendwelche zu langsamen, verstopften Internetknoten führt. Also wir haben wirklich jedes, also auch nur halbwegs plausible Szenario haben wir durchprobiert, um es wieder einigermaßen auf die Kette zu kriegen. Es hat alles nichts genutzt, es war auch alles sehr frustrierend. Und jetzt hoffen wir, dass wir vielleicht in etwas ruhigeres Fahrwasser wiederkommen. Es wäre schön. Ja, aber sprich an der Stelle bitte nur von dir. Weil wenn du sagst, wir hatten den Verdacht, an was es alles liegen könnte, ich hatte immer den Verdacht, es liegt an dir. Das stimmt, das möchte ich natürlich nicht. Das wollte ich jetzt nicht irgendwie in Abrede stellen, ja. Ich hätte noch zwei Kleinigkeiten. Erstens bitte auch an dieser Stelle mal unseren neuen Forenmoderator vorstellen. Wir hatten ja die ganze Zeit schon den Blight und jetzt haben wir noch den Nobody dazu bekommen, der sich dankenswerterweise bereit erklärt hat, bei uns im Forum mit zu moderieren. Ich kenne ihn schon von einem Hörertreffen in Darmstadt. Ist ein sehr netter Kerl, ein sehr
kluger Kerl und ich freue mich sehr, oder ich glaube, wir beide freuen uns sehr, dass ich bereit erklärt hat, als Moderator im Forum auszuhelfen. An der Stelle nochmal vielen Dank auch in der Öffentlichkeit. Und der nächste Punkt, auf den mich das direkt bringt, ich würde im Juli gerne wieder einen Hörerstammtisch in Darmstadt machen. Ich werde bei Zeiten in den nächsten Tagen einen entsprechenden Thread bei uns im Forum posten. Wenn ich dran denke, poste ich auch eine Facebook-Veranstaltung. Und an der Stelle nochmal dazu gesagt, beim letzten Mal waren wir echt viele Leute, über 40, fast vielleicht sogar über 50 am Ende des Abends. Wer ein Interesse hat, wer an dem Termin Zeit hat, das wird Mitte Juli sehr wahrscheinlich sein, der möge sich bitte verbindlich registrieren, damit wir notfalls auch sagen können, wir nehmen den kompletten Biergarten und das komplette Erdgeschoss unserer Stammkneipe in Beschlag. Und wer bislang noch nicht auf einem Hörertreffen war, man sieht das wunderbar am letzten Hörertreffen, wo sehr viele neue Gesichter vor Ort waren. Das war wieder sehr fantastisch. Und haben Sie keine Angst, wir beißen schon länger nicht mehr. Kein Newbie wird in irgendeiner Form dazu gezwungen, irgendein widerliches Aufnahmeritual zu vollbringen, es sei denn, er will. Ich hatte jetzt, als du angesetzt hast, das zu erzählen, habe ich gedacht, du beschwerst dich darüber, dass zu wenig junge Menschen da sind. Wir waren jetzt da hauptsächlich so über 40, über 50. Leute! Und ich dachte schon so, ja, kein Wunder, dass ihr nicht mehr beißt hier. Keine Zähne mehr da. Ja. Nuckeln meinte, vielleicht noch. Ich meinte Anwesende. Nein, es war tatsächlich ein sehr schöner Querschnitt. Also wirklich von dem etwas gesetzteren oder sollte man sagen erfahreneren Publikum bis hin zu ja Leuten so um die 18 rum. Also da kann sich wirklich jeder hintrauen, Männlein, Weiblein, junger Mensch, älterer Mensch. Es wird weder gebissen, noch muss man in irgendeiner Form Angst haben, dass man irgendwie der Einzige in seiner Altersgruppe oder in seiner Interessensgruppe oder was auch immer ist. Gut, dann haben wir es für heute, oder? Ja, also wenn wir es nicht haben, dann hat es keiner. Ja, sehe ich auch so. Meine Damen und Herren, das war's mit der Weltherrschaft für diesen Monat. Falls Sie noch Diskussionsbedarf haben, Sie seien darauf hingewiesen, in der nächsten Woche haben Sie eine eher seltene Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Da ist ein fünfter Dienstag im Monat und erfahrene Podcast-Hörer wissen inzwischen, an einem fünften Dienstag im Monat gibt es einen Livestream auf Twitch. Da können Sie live dabei sein und uns direkt im Chat Fragen stellen. Sie können vielleicht sogar unsere lieblichen Gesichter dabei bewundern, wenn technisch alles nach Plan verläuft, und an unserer Mimik ablesen, wie fantastisch Ihre Frage gerade gewesen ist. Ansonsten, wie immer, es gibt im Forum einen Thread für unser Mailbag-Format. Dort können Sie auch Fragen eingeben, Statements abgeben oder ähnliches, die wir dann dort nochmal ausführlicher diskutieren sollen. Vielleicht auch Nachfragen zu einem oder mehreren Themen, die wir in einem der Podcasts behandelt haben. Und ja, ansonsten E-Mail-Adressen sollten bekannt sein. All unsere Vornamen @gamespodcast.de. Das war's für diesen Monat. Ich hoffe, wir sehen und hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin.